Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Diesen Part wird es keine Kämpfe geben und ich werde mich nur darum kümmern, dass wir unsere Charaktere ein bisschen aufwerten, ihr Potenzial freisetzen und sie so weit anpassen, dass ich zumindest den einen oder anderen später bald trainieren kann. Und ja, wir haben hier auch schon mittlerweile fast 50.000 Federn angesammelt, weil ich zwischenzeitlich einfach nicht dazu gekommen bin, damit mal anzufangen. So, und wir... Ja, warum gehe ich denn auch zurück? Haha, Kyoko, du bist ein bisschen verstreut. Kann das sein? Ja, es kann eventuell ein bisschen sein. So, wir haben hier erstmal unsere üblichen Verdächtigen, die wir schon beim letzten Mal aufgewertet haben. Oder einem der Male, die ein bisschen länger her sind. Letztes Mal haben wir... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Einmal Anna, einmal Arfi und einmal Sharina. Die drei werden zuerst dran kommen und ich habe mit ins Aufwärtteam genommen den Xander und den Tsubaki. Tsubaki unter anderem, weil ich ihn toll finde. Und er ist gerade in der Arena und gibt mir Punkte. Das möchte ich ausnutzen, jetzt wo es diese zusätzlichen Belohnungsstufen und so weiter gibt. Und dementsprechend muss er auch ganz schnell fit werden, damit ich ihn in der Arena benutzen kann. Aber ja, fangen wir schon mal direkt damit an. 2000 Federn brauchen wir. Und ja, ich werde heute nicht zwei Charaktere auf die letzte Stufe bringen können, also 5 Sterne, da wir so viele Federn dann nun auch wieder nicht haben. Und die erste. Und der zweite. Also wir werden ja ohnehin trotzdem demnächst wieder sehr viele Federn hoffentlich einsammeln können. Und dann sparen wir darauf, dass wir Tsubaki auch noch zu einem 5-Stern-Charakter machen können. Ja, denn Xander wird der erste sein, der in den Genuss kommen darf und uns arm macht. So, die ersten drei sind damit schon mal durch. Dann Xander jetzt nochmal. Zock, zock. Ach, ist das schön. Ja, und ich habe natürlich vorher auch nochmal geguckt bei Tsubaki, ob er auch gute Werte hat. Und habe dementsprechend dann den genommen, der wertetechnisch echt gut aussah und wo ich dann am Ende mir sicher sein kann, dass er im Kampf mir gute Dienste erweisen wird. Ich werde bestimmt auch nochmal ein Video dazu machen, wie ich seine Fähigkeiten verteilen werde. Oh! Und die Nino hat auch ein Herz. Das heißt, ihre Werte sind gut und Nino als Kämpferin ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ich glaube, dann wage ich mal, dass wir uns auch eine Nino hochziehen. Ich glaube, sie ist sogar im S-Tier-Bereich. Und gosh, ist die schnell. Boah, ist die schnell. Ja gut, was soll der Geiz? So, und da haben wir dann unsere frisch gebackenen 4-Stern-Charakter. Gott, das ist hier eine Übersicht. Nämlich genau gar keine. Okay, da ist Xander. Es muss irgendwie, glaube ich, mal hoffentlich einen Weg geben, wie man das alles ein bisschen besser gestalten kann. Because I don't really like it. Oh, und was ich noch total vergessen habe, was ich machen wollte. Verbündete verbinden. Denn wir haben ja leider Lucina doppelt gekriegt. Und ich habe für diese Lucina dann natürlich gar keine Verwendung. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, okay, kann ich ihre Fähigkeit vererben? Aber dann dachte ich mir, ja, wem will ich die denn geben? Alle anderen... Also wenn, dann wäre es eben das Blaue Ei Plus gewesen. Unter anderem, aber dann dachte ich mir so, ja nee, also jeder andere blaue Magier hat mit seinem eigenen Buch eigentlich schon mehr, was anrichten kann und dementsprechend, ja, kommt jetzt einfach weg und wir bekommen eine Lucina plus 1. Und das bedeutet eben, dass sich ihre Werte nochmal erhöhen. Aber nicht viele sehe ich. Ja, toll, das war ja irgendwie jetzt nicht so spektakulär, oder? Na, Lucina, schöne Worte, die du wählst. Ja, okay, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Xander soll ja
sein Über-Upgrade bekommen. So, und wir haben so viele von diesen Kristallen. Leute, ich bin faul und werde die nicht wieder manuell hochziehen, sondern jetzt kriegt er ganz einfach die Fütterungstour. Ja, hier. Nur 5000 noch was. Wir haben sogar noch 20.000. Was soll der Geiz? Und wir haben so viele FP. Ich hoffe, wir können dann Siegmund direkt. Ist er ein Schwert Siegmund gewesen? Ich weiß, Siegmund oder Siegfried? Ich guck noch mal kurz bei unserem guten. Okay, du hattest Siegmund, dann war das Siegfried, das wir bekommen. Auch ein schönes Schwert mit schöner Konterfähigkeit und deswegen will ich ihn auch vor Tsubaki hochziehen, denn das bedeutet, wir haben somit einen Ryoma-Ike-Ersatz. Weil wie gesagt, mit der Attacke kann er eben kontern. Ist halt auch ein Schwertkämpfer. That's as close as we can get. Und bin ich jetzt wieder blind? Ja, ich bin immer blind. Yes! Ach, sieht das schön aus. Okay, und direkt geht es rüber zu den Fähigkeiten. Ich will ihm das sofort beibringen. Das ist das Erste, was ich mache. Upsi. So. Nein, wir müssen vorhin noch das Silberschwert lernen. Nein, damn you. Oh mein Gott, okay. Wir müssen ihn eh nochmal trainieren. Das heißt, das kriegen wir alles hin. Und dann kann ich mir bis später auch nochmal Gedanken machen, wie ich ihn aufstellen möchte. Hier, lernen erstmal. Wäre vielleicht eigentlich auch gar nicht schlecht, ihn schon bis morgen fit zu haben. Weil dann könnte ich ihn eventuell schon im großen Heldenkampf benutzen. Na, ob ich das schaffe? Ich weiß ja nicht. Ihr werdet den Part wahrscheinlich nach dem nächsten Heldenkampf-Part sehen und dann werdet ihr jetzt an dieser Stelle sowieso wissen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ach, das ist alles total verwirrend zeitlich, sich darauf zu beziehen. Ich mache das immer in den Kommentaren jetzt noch, wenn ich weiß, ja okay, ich habe mich ein bisschen vertan in meiner Planung. Noch definitiv nicht so meine Stärke, aber ja, was soll's. Das gehört eben zu Kyoko dazu. Und ich glaube, dann war es das sogar schon größtenteils, was wir so machen könnten. Ich kann noch mal ganz kurz einen Blick darauf werfen, wer in der Arena gerade so gefragt ist. Damit ich dementsprechend trainiere. Okay. Alfie hat einen kleinen Vortritt, trainiert zu werden. Dann noch Sander natürlich auf jeden Fall und Tsubaki. Ich werde keinen Held beschwören während des derzeitigen Banners. Das heißt, dich habe ich nicht, dich habe ich nicht, dich habe ich nicht und dich habe ich nicht. Roy hatte ich ja nie Glück bei den gefühlten 10.000 roten Sphären, die ich beschworen habe. Und Shanna werde ich auf jeden Fall nicht hochziehen. Nope. Okay, dann war's das mit diesem Part. Ich merke, dass mein Hals kratzt und ich möchte nicht gleich nochmal meinen Husten rausschneiden. Aber so gesehen haben wir auch nichts weiteres mehr, was ich erzählen könnte. Außer, dass wir eben uns ein neues Trainingsteam schaffen. Das kann ich, glaube ich, hier sogar direkt schon einbauen. Zwar haben wir da dann leider zwei Schwertkämpfer drin, aber what dort? Genau, ihr zwei schon mal auf jeden Fall. Und du? Ach, Bast muss ich ja sowieso trainieren, oder? Ja, ja, na dann kommst du auch noch mit und dann haben wir schon das nächste Trainingskader. Mit dem ich mich dann wahrscheinlich dumm und dämlich grinde. Nein, ich nehme nicht Bast mit. Ich nehme die nur mit. Ich habe mit ihr einfach mehr Spaß. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Merke gerade, ich muss nochmal ihre Fähigkeit wieder ausrüsten. Hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn wir eher nur so organisatorisches Kram gemacht haben. Aber das muss ja auch ab und zu mal sein. Na und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, je nachdem, was da so ansteht.
Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liebe Grüße, eure Kyoko.